Immer wieder bekomme ich die Fragen, welches Schlagzeug soll ich mir kaufen? Ich bin Anfänger, was soll ich holen? Meine Antwort ist, ich weiß es auch nicht. Die Antwort ist natürlich nicht befriedigend, daher erkläre ich immer, worauf du achten könntest. Grundsätzlich hängt es in erster Linie von dem Budget ab, denn umso mehr Geld du ausgibst, desto hochwertiger und besser vom Klang ist einfach das Schlagzeug. Das ist Fakt natürlich. In zweiter Sache sollst du gucken, dass es dir gefällt. Das heißt, was für eine Farbe magst du? Es bringt ja nichts, wenn du ein grünes Schlagzeug hast, du magst aber nur rot und schwarz. Ne? Also es muss dir auch natürlich optisch gefallen, es muss ins Budget passen. Du musst auch gucken, kannst du zu Hause so viel Krach machen oder nicht? Dann ist die Frage E-Schlagzeug oder Akustikschlagzeug. Ich bin auf jeden Fall Fan von Akustikschlagzeug. Hatte auch mein E-Schlagzeug, ist okay, kann man machen. Alles gut. Und dann ist natürlich die Frage, neu oder gebraucht? Kommst du an die Pedalen dran, wenn du noch jung bist? Einfach mal im Geschäft ausprobieren. Also muss es ein Kinderschlagzeug sein oder geht es schon von der normalen Größe? Das hängt davon ab, wie lang sind deine Beine und so weiter. Also einfach im Geschäft testen. Gebraucht ist natürlich immer günstiger als neu. Dafür hast du auch jetzt keine Beratung. Es sei denn, du hast einen netten Verkäufer privat, der sich auskennt und dir ein bisschen was erzählt. Wenn du es gebraucht kaufst, solltest du auf jeden Fall darauf achten, gehen alle Schrauben, wackelt das hier irgendwo, alles mal durchgehen, sind die Fälle abgespielt, sind da irgendwelche Löcher drin, klappert das, fehlen da irgendwelche Teile, ne? Da gibt es also viele Möglichkeiten an jeder einzelnen Schraube. Könnte irgendwas kaputt sein? Ist es vollständig? Sind Stöcke, Hocker, die ganzen Sachen durch? Aus was ein Schlagzeug besteht? Gibt es denn das Video Schlagzeugelemente bei mir auf der Webseite? Da sage ich, wie die ganzen Teile heißen, was du alles brauchst. Das könntest du dir mal anschauen. Dann kannst du es also gebraucht auch kaufen. Ansonsten kannst du auch dich ja trotzdem im Geschäft beraten lassen. Du musst ja nicht kaufen, einfach mal gucken, was es so gibt, wie die Preisspannen sind. Und dann musst du es für dich entscheiden. Also ich persönlich habe angefangen mit einem Yamaha Einsteigerschlagzeug und bin dann nachher auf dem Sonor Delight gelandet. Das habe ich seit dem Jahr 2000 und habe auch seitdem nicht viel Neues gekauft. Mal hier und da eine Snare, ein paar andere Becken. So, aber ich bin da vollkommen zufrieden. Ich brauche nichts anderes. Vielleicht wechsle ich sie mal aus. Im Moment für mich kein Bedarf. Daher, ich bin kein Schlagzeugverkäufer. Gerne mache ich mal Videos, um irgendwelche Sachen vorzustellen, die mir persönlich gefallen. Ich hatte mal Videos schon gemacht über die Becken. Die kann ich dir hier nochmal verlinken. Da habe ich mir ein komplettes Equipment mal vorgestellt. Das kann ich alles machen, aber die Entscheidung, was du kaufst, die musst du treffen. Natürlich ist es am einfachsten. Du fragst den Schlagzeuglehrer, was soll ich kaufen? Er sagt, kauf Schlagzeug A oder B. Dann ist man schon zufrieden, kann sein. Aber ich sage immer, man sollte sich ein bisschen mit der Materie beschäftigen. Ist ja auch dann das Hobby. Muss zu einem passen, muss individuell abgestimmt sein. Und da muss man einfach mal schauen, was es gerade auf dem Markt gibt. Und die Fachverkäufer im Geschäft wissen es auf jeden Fall besser als ich, weil ich bin nur Schlagzeuglehrer. Ich kenne nicht komplett alle Produkte, den ganzen Markt auf der Welt. Ich kriege zwar immer wieder Sachen mit, weiß, was ich spiele. Aber von daher ist es wichtig, dass man sich einfach selber ein Bild macht, da ein bisschen reindenkt. Mit Hilfe von den Punkten, die ich genannt habe zum Beispiel. Überleg einfach mal, schau mal, was es gibt und viel Erfolg dabei. Bei Fragen kannst du dich natürlich gerne an mich wenden. Und wir sehen uns in der nächsten Stunde. Mach's gut, bis dann.